Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Total War Warhammer Info Video mit mir, Fighting Joe aka El Banana Joe. Ja, eventuell zwei diese Woche. Was ist da los? Hype, hype. Ich möchte heute ein wenig mit euch über Belagerungen reden. Die Infos sind jetzt alle schon ein bisschen älter. Es gibt auch noch neuere Videos dazu. Ein, zwei Dinge, die auch tatsächlich damals kritisiert und angegangen wurden, sind auch inzwischen teilweise neu bearbeitet. Aber wir reden einfach mal über Belagerungen. Sie haben ja inzwischen schon zwei oder drei Belagerungen gezeigt. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Belagerungen auf YouTube. Insgesamt sehr interessant, so was man da so sehen kann. Man muss halt sagen, Belagerungen sind deutlich anders als in anderen Total War Teilen. Sie haben dazu ja auch vor Urzeiten mal einen Blog gemacht, auf den will ich mich doch auch noch ein bisschen berufen. Dieser Blog sagt ja vor allen Dingen erstmal eine Grundtendenz, die wir auch schon an mehreren Stellen feststellen konnten. Sie möchten in Total War Warhammer viele klassische Dinge, die ja in Total War einfach drin sind, ein bisschen aufrütteln, ein bisschen neu machen. Muss ich tatsächlich sagen, finde ich erstmal gut. Es ist nie schlecht, sich weiterzuentwickeln. Und ich sag mal zum Beispiel der Wechsel auf Round 2, wo ja viele Features arg kritisiert worden vorher, die nicht das Problem waren, ist ja im Grunde genommen eigentlich gut gegangen. Also man muss sagen, viele Sachen, die in Round 2 eingeführt wurden, wie zum Beispiel das neue Armeensystem inklusive neuem Rekrutierungssystem, das ja doch anders war als in allen vorherigen Total War Teilen, vor allem wenn man jetzt mal die Linie von Rom 1 bis Rom 2 sich anguckt. Das ist nicht nur gut angekommen, das gibt meiner Meinung nach auch viel Sinn, das ist in sich stimmig. Also von dem her möchte ich einfach an der Stelle wahrscheinlich zum Ausdruck bringen, nur weil sie es anders machen, muss es nicht schlecht sein. Auch bei vielleicht zukünftigen Sachen und Sachen, die wir dann im Spiel finden. Was ich allerdings sagen muss, ist, bei den Belagerungen bin ich da persönlich nicht so ganz einer Meinung. Eine Sache, die ich euch kurz zeigen möchte, ist dieser Screenshot hier. Das ist ein bisschen klein, es tut mir leid. Das ist nicht etwa ein Screenshot derselben Stadt, sondern einmal der Screenshot einer Zwergenstadt und einmal der Screenshot einer Stadt des Imperiums, also der Rassen, die sich nicht gegenseitig erobern können, deren Städte angeblich so andersartig sind, dass man sie nicht besiedeln kann. Also auf der Schlachtkarte ist es exakt derselbe Aufbau, nur anders skaliert. Und ja, das ist tatsächlich erstmal eine der großen Sachen, die wir sagen müssen. Schlachten bei Belagerungen, also es wird auch nur noch bei befestigten Siedlungen, also bei Provinzhauptstädten, Belagerungen geben. Für alle Fans der unbefestigten Siedlungsverteidigung, tut mir leid, RIP the Dream, die gibt's halt einfach nicht mehr. Ist meiner Meinung nach auch okay, ich fand die eher etwas nervig auf Dauer. Ich hätte es schön gefunden, wenn es die ab und zu noch gäbe, vor allem als Verteidiger, muss man sagen, weil Verteidigungen so einfacher geworden sind. Ganz klar, Jokes pieken, läuft. Aber ich sag mal, es ist dann nur konsequent, das in beide Richtungen rauszumachen. Es wird das Spiel allerdings schwieriger machen, weil man halt einen klaren Verteidigerbonus verliert. Ja, und die Kampagnen, die Schlachtkarten sind halt eben auch nur so, Teilansichten einer Stadt. Wir können uns das hier mal ganz schön angucken. Wir sehen, das ist jetzt die Karte und ganz viel drumherum. Und das ist meiner Meinung nach die Tendenz, die wir hier auch sehen können. Also es soll halt ein Ausschnitt aus einer Stadt sein, ein Angriff auf eine größere Siedlung. Es wäre jetzt so ein bisschen so, als würde man einen Third Age Total War machen, wo halt wenn man Minas Tirith angreift, das halt einfach nur der erste Wallabschnitt ist und davon auch nicht mehr der ganze. Also ein Tor und dann muss man vielleicht zum zweiten vorrücken oder so, dann ist die Stadt eingenommen. Ist okay.
Ja, das ist also die Tendenz. Wir werden kleinere Gefechte sehen, eben nicht mehr die ganze Siedlung, wie das ja klassischerweise war, dass man halt die ganze Burg, die ganze Alexandria oder das ganze Rom angefallen hat, wo ja gerade zum Beispiel in Rom, das dann irgendwann etwas lächerlich war, so auf Ausbaustufe 7, war halt nicht mehr viel Karte übrig für den Angreifer. Aber ja, das ist erstmal der Stand der Dinge. Und hierzu muss ich halt sagen, im ersten Moment dachte ich, geil, so eigenständige Karten. Aber dann habe ich halt diesen Screenshot gesehen. Angeblich gibt es noch ein anderes Basic Layout. Aber ich sag mal so, Karak-Akarats, Middenheim, Karak-8-Gipfel, das sind halt einfach so eigenständige Orte. So wichtige und so, ja, mit ganz viel Leben erfüllte Orte. Das ist halt echt schade, dass die nicht ja, eine eigene Karte kriegen, wirklich ein geiles eigenes Szenario werden. Das wird dann vielleicht irgendwann langweilig, aber so ein generisches wird noch viel schneller langweilig. Also ich sag mal, das Schlimmste, was sie machen können, ist dazu dann DLCs rausbringen, die nicht kostenlos sind. Aber ich möchte diesen Weg jetzt gerade nicht beschreiten, einfach weil ich dieses Video nicht ewig in die Länge ziehen möchte. Ja, reden wir drüber, was möchte CA von Belagerungen sehen? Und ich werde das ein bisschen erzählen und dann ein bisschen auch wieder, ne, den Grundansatz nehmen. Sie haben so eine generelle Absichtserklärung in ihrem Blog abgeliefert, was sie machen wollen mit Tokwo Warhammer. Und was wir daraus vielleicht leider für Schlüsse ziehen können oder lustigerweise für Schlüsse ziehen oder einfach für tolle neue Schlüsse ziehen können. Also, CAs große Absicht ist, Belagerungen anders zu gestalten, als sie jetzt gelaufen sind. Bombardierungsphase, ich schlage irgendwo eine Bresche, dann stürme ich da rein und dann Gemetzel auf der Piazza. Das ist für sie eine klassische Total War Belagerung. Hier muss ich an dieser Stelle einfach nochmal einführen, warum habt ihr die unterschiedlichen Siegpunkte in den großen Städten in Rom 2 wieder rausgepatcht, Jungs? Es ist halt einfach so unglaublich, dass sie sich selbst darüber beschweren, dass die Kämpfe immer auf dieser Piazza stattgefunden haben und das entscheidende Feature, das das verhindern könnte, selber rausgepatcht haben. Innerhalb desselben Spiels. Und das ist bis heute etwas, was ich sehr nicht verziehen habe, dass sie die unterschiedlichen Siegpunkte rausgebracht haben. Und jetzt werde ich gerade überall bombardiert mit Anfragen. Ja, ihre Lösung ist, sie möchten den Kampf auf den Mauern verlängern. Der soll schön anzuschauen und cool und episch sein. Erstmal, ja, kann man machen. Das Problem ist, einer der Mechanismen, den sie einbauen, um das eben auch, sagen wir mal, ein bisschen zu erzwingen, ist, dass sie die Türme stark umgebaut haben. Türme müssen jetzt, wie im Medieval 2, auf den daneben stehenden Mauerabschnitten Einheiten haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Mauerabschnitt mit zwei Türmen habe, und eine Einheitszwischenstelle beide Türme abschießen, aber wenn da halt keine Einheit steht, schießt der Turm auch nicht. Türme schießen nur noch nach vorne, das heißt, sobald ich die Mauern überwunden habe, sind die Türme raus. Aber Türme haben unendlich Reichweite. Die können alles beschießen, was der Gegner hat. Das heißt, ich kann ja auf die ganze Karte schießen. Das heißt, wenn ich Einheiten habe, die ich zum Beispiel in einer Armee habe, wie zum Beispiel klassisches Beispiel Elefanten in Rom 2. Elefanten sind ja bekanntermaßen bei automatischen Städtebelagerungen immer als erstes draufgegangen. Und die sind auch nicht wirklich gut für Stadtgefechte. Ich habe aber jetzt zum Beispiel bei einer Elefantenfraktion wie den Seleukiden gerne mal in einer Kampagne eine Einheit Elefanten dabei. Bisher war es immer so, okay, dann steht die halt einfach außen und greift nicht mit in die Schlacht ein. Ist ja kein Problem. Das ist jetzt weg. Und da muss ich echt sagen, CA Plus. Dann doch lieber nerven, wie Artillerie gegen Befestigungsanlagen funktioniert. Wobei das halt lore-technisch kompletter
Bullshit ist, weil gerade die Zwerge und das Imperium halt Belagerungsingenieure par excellence sind und ja auch gerade Schwarzpulverwaffen, ja, und die Einführung dieser, vor allem halt von schwerer Artillerie, das Ende des Burgwalls, wie wir ihn hier zum Beispiel in diesem Bild sehen, waren und das aus gutem Grund. Und man da halt einfach gucken muss, ob da wirklich hinten und vorne alles zusammenpasst. Darum möchten sie halt längere Kämpfe auf den Mauern haben. Die Mauern sind dadurch breiter, das heißt, man kann auch auf den Mauern ein bisschen besser agieren und sich bewegen und mehrere Einheiten zusammenbringen. Das heißt, dieser Kampf wird strategischer. Ich hoffe an dieser Stelle natürlich, dass das ein fairer Tausch wird. Das heißt, dass ich dann halt auch mit den Angriffen durchaus was reißen kann. Problem für mich, das muss jetzt niemanden anderen stören, ist, sie sagen selbst, ja, wir wollen dann epische, schön anzuschauende Kämpfe auf den Mauern haben. Finde ich auch okay. Und ich sag mal, für jeden Casual-Spieler, der jetzt nicht so ein Micro-Nazi ist wie ich, ist das, glaube ich, auch in Ordnung, weil es tatsächlich ja viele Leute gibt, die Total War spielen, die dann auch tatsächlich mit dem Makromanagement bei so einer 20, 40 Einheitenarmee ein bisschen überfordert sind, wenn das zu viel wird. Demher finde ich das okay. Aber sie nehmen halt viel taktische Tiefe raus und der Deal ist, dafür gibt es schön anzuschauende Kämpfe. Und persönlich finde ich das als sehr, sehr problematisch, weil ich eben diese Spiele auch wegen der taktischen Herausforderung spiele. Und gerade bei einer Belagerung ist es halt eigentlich ganz cool so, ich kann den Gegner an verschiedene Punkte ziehen und ich kann sagen, okay, hier pushe ich, aber da schicke ich vielleicht noch eine Abteilung hin. Also allein, dass das halt nur noch dieser Ausschnitt ist, wo ich frontal einen Mauerabschnitt angreifen muss, ist für mich persönlich schade. Ich ja, gebe hier gerne Medieval 2, das für mich für den Singleplayer immer noch das für mich am meisten gespielte Total War und meiner Meinung nach auch mein Lieblings-Total War im Singleplayer. Da konnte man halt echt bei vielen Belagerungskarten sehr interessante Aktionen starten. Und ich sag mal, die KI hat da jetzt nicht perfekt drauf reagiert, aber es war halt ein cooles Feature, es war eine coole Gesamtkonstellation. Und von dem her finde ich es schade, wenn sie sowas halt rausnehmen. Vor allen Dingen muss man halt sagen, ja, die Kämpfe sahen episch aus, aber es ist halt auch so, ich kann starke gegnerische Armeen dadurch noch viel weniger irgendwie in die Schranken weisen, weil es halt einfach viel mehr Grinddown ist. Und ich habe ja die Befürchtung, dass die KI auf den höheren Schwierigkeitsgraden massiv Fullstacks spammen wird, die sie sich ercheatet. Und da finde ich es halt problematisch, dass viele Features rausgenommen werden, die quasi das Vernichten dieser Fullstacks gefährlich machen. Und sie wollen ja, dass der Aufbau langsamer funktioniert, dass man Rückschläge erleidet und so. Und das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr plumpe Art. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel reinlese, aber meiner Meinung nach ist es halt ganz klar so ein bisschen die Sache. Sie wollen, dass halt diese gespawnten Armeen oder diese Horden, die dann irgendwie mal so casual rampant werden, dass die halt einfach schwerer unter Kontrolle zu kriegen sind. Muss man jetzt finden, wie man will. Persönlich stört es mich ein bisschen. Ich entschuldige mich, wenn ich ein bisschen abgelenkt bin. Ich werde gerade irgendwie angeschrieben und ich habe vergessen, mich auf Steam offline zu stellen. Ich bin nämlich ein Genie. Ja. Ansonsten habe ich noch ganz, ganz viel anderes Belagerungszeug. Ich werde eine Belagerungsschlacht noch ein bisschen genauer vorstellen, weil wir da Vampire Count Units gesehen haben. Belagerung mit Heinrich Kemmler, da haben wir auch das Imperium in Action gesehen. Das wird allerdings nochmal ein eigenständiges Video sein. Hier wollte ich vor allen Dingen erstmal ein bisschen allgemein über die Belagerung reden. Und das habe ich jetzt extra nochmal gesagt, aber man muss nochmal, um den letzten Punkt aufzugreifen, sagen, diese Belagerungen, die wir bisher gesehen haben, haben alle mit einem Moshpit an der Piazza geendet. Und wenn sie das verhindern wollen, haben sie da bisher einen ziemlich schlechten Job mitgemacht. Und ich sag mal ganz klar, was CA bisher als Belagerung abgeliefert hat, ist für mich extrem enttäuschend. Und diese Grundtendenz, mehr Show, weniger Tiefe, ist für mich eine gefährliche Kombination. Vor allen Dingen, wenn sie es halt als Trilogie aufbauen ziehen wollen.
Ich sag mal, Warhammer im ersten Moment mit dem Hype wird sich gut verkaufen, aber CA muss halt eigentlich sehr viel Tiefe in dieses Spiel bringen, damit es sich halt auch dauerhaft spielen lässt, damit auch die Leute sagen, ja, ich kaufe mir auch Teil 2 und Teil 3. Vor allen Dingen, weil halt im eigentlichen harten Kern der Fans sehr, sehr viel Skepsis allein ob des Szenarios entsteht. Und gerade da muss man sagen, okay Leute, ihr findet Warhammer nicht gut als Szenario, Fantasy ist nicht euers, aber überlegt euch doch wenigstens mal, wenn es irgendwie im Sale ist oder so, das zu spielen, weil es ein gutes Spiel ist. Und da macht CA meiner Meinung nach viel zu wenig für. Und persönlich muss ich sagen, ich bin immer dann sehr kritisch, wenn Features spielerische Tiefe und taktische Entscheidungsmöglichkeiten auf Kosten von Eye Candy opfern. Darum spiele ich kein Total War. Ich spiele nicht Total War, um mir jetzt das absolut geile Spiel anzusehen. Ja? Es gibt da viel, viel bessere Spiele grafisch, die auch einfach besser optimiert sind und meiner Meinung nach auch einfach einen besseren Grafikstil haben, besseren Artstil, einfach auch schöner sind und auch, sagen wir mal, mehr einen Fokus drauf haben. Wenn jetzt ein Rollenspiel spiele, wo ich halt durch eine Welt laufe, so aus First Person oder Third Person Perspektive, da ist das auch viel wichtiger. Aber ich möchte im Grunde genommen Total War spielen. Ich möchte taktische Herausforderungen haben. Und wenn die mir genommen wird, um das zu bedingen, ist es für mich problematisch. Es wäre jetzt kein Problem zu sagen, okay, das Spiel sieht schön aus, aber es ist halt auch einfach ein gutes Spiel und ich habe viel taktische Tiefe und Herausforderungen. Und ich habe halt auch keinen Bock, aller Shogun 2 dann immer noch einen Fullstack klatschen zu müssen, der aus dem Wald gespawnt kommt, einfach nur weil darum. Und ja, das ist leider meine etwas düstere Prognose für Warhammer. Es ist auch nicht mehr so lange hin. Die Hype ist ziemlich real bei mir, muss man halt einfach sagen. Gerade eben die Belagerungen sind ein schönes Beispiel für. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, wir müssen Warhammer dann noch ihre Chance geben. Ich werde mir das Spiel selber anschauen, wenn es dann draußen ist. Aber ja, wie gesagt, für alle, die da unsicher sind und ja, taktische Tiefe suchen, ist es meiner Meinung nach ein Schlag ins Gesicht. In diesem Sinne, alles Gute und ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich irgendwie auch mal wieder in einem Schlachtkommentar oder so. Oder auch in einem sneaky anderen Projekt, das jetzt morgen auch startet. Und ansonsten alles Gute. Euer Fighting Joe. Tschüss.